histrionischen Himmelszelt, das so schwarz wie ein Topf voll Sterne war. Er selbst glich einem durchsichtigen Spiegelglas. Er wollte überlegen, was weiter anzufangen sei, aber da schwärzte sich rund um ihn schon der Schnee und begann zu dampfen. »Nu, das war schlecht«, dachte sich der Schwarzer. »Nichts da, bloß nicht denken, dann ist alles gewalt.« Und er beschloss immer, dieses eine Sprüchlein zu memorieren, komme was wolle. Denn es erforderte keinerlei denkerische Anstrengung und erwärmte ihn demnach kein bisschen. So zog der Quarzer durch die Schneewüste, gedankenmutig in die Kühle zu wagen.